Sich einfach mal schwerelos fühlen, unter Wasser sein. Der Gasometer in Oberhausen liefert ganz tiefe Einblicke. Es geht ins Meer, aber keine Sorge, ohne dabei nass zu werden. Möglich macht das unter anderem die Inszenierung Die Welle. Nils Sparwasser hat die virtuelle Realität mitentwickelt. Wir wollen vor allem emotional berühren, berühren und verzaubern. Deswegen nehmen wir den Menschen mit auf eine Reise. Überdimensionale Leinwände zaubern einen Wal in Originalgröße in das Industriedenkmal. Nah dran sein und lernen, das ist so wichtig, sagt Nils Sparwasser. Denn Ozeane machen rund 70% der Erdoberfläche aus. Sie sind mehrere tausend Meter tief und voller Leben. Und das können die Besucher in Oberhausen auch hören. Das sind jagende Orcas in Norwegen. Sie gehören zur Installation Klang der Tiefe. Aber auch echte Exponate sind vom Deutschen Meeresmuseum zur Verfügung gestellt worden. Alle haben ihre ganz eigene Geschichte. Und die führt manchmal sogar aus dem Meer in die DDR, verrät Professor Burkhard Barschek. Es gibt ein Exponat einer Schildkröte, die an den damaligen Staatsratsvorsitzenden Willy Stoph als Geschenk aus Kuba überreicht worden ist in den 80er Jahren. Und die ist jetzt auch hier mit dabei. Die Artenvielfalt des Meeres ist jetzt schon riesig. Dabei gelten erst 5% als erforscht. Das heißt, der Mensch weiß vergleichsweise mehr über den Mond als über den größten Lebensraum unserer Erde. Zur Wahrheit gehört auch, der Ozean verändert sich, die Müllverschmutzung nimmt zu, genauso wie der Schiffsverkehr. Die Entwicklung stellt Roman Stari auf einem sogenannten digitalen Zwilling dar und noch mehr. Auf unserer Installation sehen wir die Ergebnisse von Modellierungen. Also zum Beispiel, was passiert, wenn der Meeresspiegel um 5 Meter ansteigt? Wo werden Flächen überflutet? Wo gibt es Bereiche, wo besonders intensiv gefischt wird? Wie verändert sich die Temperatur? Die Schau will deutlich machen, ohne die Ozeane könnten die Menschen nicht überleben. Sie liefern viel Sauerstoff, nehmen CO2 und Wärme auf, sorgen für Nahrung und Arbeitsplätze für Millionen von Menschen. Wichtige Rohstoffe und Energie werden aus den Meeren gewonnen. Dazu kommt, 90% des internationalen Handels finden über den Seeweg statt, so Janet Schmitz. Sie hat sich 2 Jahre intensiv mit der Planung der Ausstellung Planet Ozean beschäftigt. Es ist eine so spannende Welt. Ich habe Tiere kennengelernt, wo ich niemals auf die Idee gekommen wäre, dass es die überhaupt gibt. Und so verrückt, wie die dann sind. Und all das zeigen wir hier. Wenn Sie jetzt auch in die verrückte Welt der Ozeane abtauchen wollen, das geht ab morgen. Dann öffnet die Ausstellung ihre Tore. Tickets gibt es ab 14 €.